Hey, Lisa. Die heißt gar nicht Lisa. Ich weiß. Aber jedes Mal, wenn ich Hey, Lisa sage, denkt sie, ich kannte mal eine, die genauso aussah wie sie. Dann entwickelt sie unbewusst das Verlangen, bei mir zu landen. Und ab da ist es kinderleicht. Verdammt. Das ist Jamie. Was reizt dich daran, Pharmavertreter zu werden? Geld. Er ist erfolgreich. Ich habe gehört, wir bringen eine neue Sexpille auf den Markt. Viagra. Die will ich. Männer, die seit Jahren keine brauchbare Erektion hatten. Und ein Womanizer. Gott, bist du sexy. Aber dann trifft er... Du hast wunderschöne Augen. ...sein Gegenstück. Mehr hast du nicht drauf? Ums Kennenlernen geht's dir dabei doch gar nicht. Es geht dir nicht mal um Sex, es geht dir nur darum, dass du ein, zwei Stunden davon erlöst bist, du sein zu müssen. Und weißt du, für mich ist das total okay, weil ich nämlich ganz genau dasselbe will. Oh, can't you see? Love is the drug for me. Du solltest jetzt gehen. Ah, sie hat dich abblitzen lassen, deshalb stehst du auf sie. Lass es uns einfach halten. Viagra, die kleine Pille, die einen Goldrausch auslöst. Das ist ganz schön hart, oder? Ah. Ganz schön hart. Du platzt bestimmt gleich vor Stolz. Ich liebe dich. Was? Das habe ich noch nie zu jemandem gesagt. Alles okay? Hm. Jamie, sie ist krank. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Es gibt vieles im Leben, das ich nicht verstehe. Put the black coat on. Du triffst Tausende von Menschen. Ich lauf nicht weg. Das ist nicht deine Entscheidung. Und dann triffst du eine Person. Und dein Leben verändert sich. Für immer. Love and Other Drugs. Entschuldige, ich weiß, es ist spät. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dreh dich um! Demnächst im Kino.